Hallo und willkommen zurück zu EFT. Wir sind gerüstet, wenn wir den Schlüssel noch ablegen. Ja, und dann würde ich sagen, geh mal auf Customs. Warum denn nicht? 7 Uhr morgens, ach egal. Wird schon hell genug sein. So, ganz, ganz wichtig wären jetzt Gas Analyzers. 3 Stück am besten. Da müssen wir aber eine Weile suchen. Ich habe immer noch kein Licht montiert. So, wir sind in Big Red. Dann hätten wir eigentlich auch den Schlüssel mitnehmen können. Oh, guter Schalldämpfer. Den nehme ich auch mal mit. Bis besserer Loot auftaucht. Bin wieder paranoid und dachte, ich hätte was gehört. Leider kein Loot. Dachte, da liegt sowas wie ein Fabergé-Ei. Habe ich mich wohl geirrt. Na gut, dann gehen wir in dieses kleine Kabuff hier vor noch. Und dann... Wirst du einfach sterben, danke. So viel Munition verballert nur für den einen Typen. Dafür werde ich ihn jetzt auch looten. Ja, die VPO nehme ich temporär, nehme ich auch. Nehme ich auch kurz. Spratz, Sprossen. Hier kann ich zurückhaben. Will die Waffe doch nicht. Siehst du? Oh. Da hinten. Nein! Diese scheiß PMCs. Ja, ich hab mir auch nicht... Ich bin wie ein Reh, das Scheinwerfer sieht. Komm, irgendwann müssen wir die PMCs doch haben. Oh, die hatte gute Munition. Da will ich mich nur in einem vernünftigen Ausmaß beschweren. So, jetzt verbrauchen wir aber was von den vielen, vielen Dingern, die wir hier haben. So, kugelsicherer Helm. Ja gut, wir könnten nach Factory gehen. Da brauchen wir Kopfhörer nicht so dringend. Weil das ist nicht kompatibel mit denen. So, die Kopfhörer nehmen wir aber trotzdem. Nehmen wir eine MP5. Ich habe doch irgendwo eine Bankrobber, da ist sie. Dann würde ich damit nochmal nach Customs gehen. Diesmal nehmen wir vielleicht den Director's Key mit. Da ist er. Kann nicht in Wallet, schade. Und ansonsten eine Gesichtsmaske. Und am besten mehr Munition. Und Magazine. So ein Kram halt noch. Da MP5 Magazine. Loot Ammo. Was haben wir noch? FMJ. Ah, die ist doch gut. Die ist voll, die ist voll, die ist voll. Alle sind sie voll voll. Und hier ist PST zum Nachklicken. Boah, würd sagen, gerüstet genug. Auf ein neues. Tja. Wir brauchen immer noch die Gas Analyzer. Tja, ja, wenn man so oft stirbt in dem Spiel. So. Full Auto, wunderbar. Und wir sind auch beim Big Red. Ja, leg dich doch hin, dann kann ich hinkriechen. Nein, ist mein Rucksack zu fett. Schritte. Okay, fertig. Dann gehen wir hier lang. Wir müssen ja direkt in Director's Office. Kann man da auch schön looten. Solange wir diesmal nicht umgeschossen werden auf dem Weg dahin, ist mir alles recht. Schön Licht anmachen. Ich mag's, wenn Waffen Licht haben. Jo, einmal aufschließen. Mit einer perfekten Animation. Und Tür zu machen. So. Erstmal schön looten. Komm schon, Grafikkarte. Nein, DVD-Player. Der interessiert mich meistens eher nicht. Und. Plack. Komm schon, Glühbirnen. Glühbirnen. Käse muss ich finden. Als Teil dieser Wochenquest.
Kabel braucht man. Obwohl braucht man eigentlich nicht mehr, aber trotzdem. Oh, ich wollte mich noch hinlegen. Mein Kopf ist mir zu nah am Fenster. Das CPU nehmen wir auch mal mit. Da habe ich reingeschaut. Nee, da habe ich noch nicht reingeschaut. War ich zu voreilig. Und Tetris. Willkommen in der Familie. So. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Und Breach. So, Dokumente liegen hier. Die müssen wir jetzt nur noch hier mit rausschleppen. Nichts leichter als das. Eine Jacke. Vielleicht findet man Director's Key. Eine Ghoul-Maske kann ich hier aufsetzen. Ja. Das ist ja wunderbar. Bitte nichts zu Wertvolles. Das geht noch. Und die Schuhe sind auch 30.000 wert. Oh, lass mal die drin. Werden wir irgendwann mal einen Rucksack ergattern. Der Plan ist nämlich, einen zu erschießen. Zumindest einen, der einen Rucksack trägt. So, wir gehen Richtung Ruaf. Nachdem wir das Gebäude da geplündert haben. Sind das Querschläger? Nee. Oh, das ist ein Boss. Das sah wie Boss aus. Wer bist denn du? Alter, du fetter PMC. Geht halt nicht hier durch. Ich bin stuck. Das kann nicht dein Ernst sein, Spiel. Ich hab doch nicht mal einen Rucksack. Da kommt noch einer. Komm schon, lass mich hier raus aus dem Scheißgleis. Komm, irgendwo war der Eingang. Los, PMC. Gib dein Bestes. Also wir kommen seitwärts. Irgendwie kommen wir gerade seitwärts. Irgendwie noch einer. Ich fürchte aber, wir kommen hier nicht mehr raus. Ich fürchte, wir kommen nicht mehr raus und ich fürchte, das sind tatsächlich Bosse. Komm schon! Ja! Wir haben es geschafft! Schauen wir uns die Kerlchen mal an. Da ist er. Haben wir ihn? Die Antwort ist wahrscheinlich nein. Ist er das? Ich glaube, wir sollten nachklicken. Sonst wird's übel. Können doch nicht normale PMC sein. Doch, können schon. Würde mich freuen, wenn es mal Bosse wären. Komm schon, klick schneller, du Arsch. Boah, dass wir da unten noch rausgekommen sind. Lauf! Mach was! Irgendwas. Irgendwer hat auf mich geschossen. Von vorne? Ja!
Ja. So, wir müssen dringend nachklicken. Ich habe keinen Schuss mehr. Wir müssen uns aber auch heilen. Die nehmen einfach seine Waffe. Das waren die Bosse. Ich will erstmal die M4A1, damit wir schießen können. Boah. Wieso haben die sich so leicht ausschalten lassen? Das Spiel hat doch Mitleid. So. Das ist voll. Das ist voll toll. Hui. Drei Bosse gelegt. Das ist mir noch nie passiert. So, MP5-Magazine können weg. Das kommt da rein, das kommt da rein. Weg damit. Also, doch noch nicht weg damit. Scheiße, jetzt habe ich keine Armor. Das ist meine Armor. Nicht Bankrobber. Da war sie. Da war sie doch. Ein bisschen schade um die MP5. Vielleicht rettet man noch Baum 103. Access Keycard für Lab. Können wir mitnehmen. Vielleicht rettet man hier noch das Visier und den Schalldämpfer. Ist aber nicht so wichtig. Gute Diegel. Wieso habe ich den nicht gehört? Gute Diegel. Und gut, dass wir noch... Na gut, heilen wir uns kurz. Dann nehmen wir auf jeden Fall seine Sniper und schauen uns die anderen Kerlchen mal an. So, erstmal ihn. Obwohl der mir relativ egal ist. So. Wo sind denn die anderen zwei Banausen? Da war einer. Wer war denn das? Das sieht aber nicht wie ein Boss aus. Wir fressen. Hier hinten nicht einer? Ja, anscheinend nicht. Dann geh mal wieder vor. Dann geh mal einfach wieder vor. Da lag definitiv einer. Der ist er ja. Hat er schon gelootet? Ist das Gev hier doch gekommen und hat ihn gelootet? Battle Mac, Saliva. Mit guter Ammo, M62 Ammo sogar. Okay, gutes Comtech-Kopfhörer. Die Pfeife von ihm nehmen wir mit. Was hat der denn für große Taschen? Wie krieg ich das? So, die Granaten finde ich eigentlich cool. Ich brauche nur was wie einen Rucksack. Der hat einen Tactical Rig. Dachte ich höre was. Das ist doch... Nee, das ist... Genau das Ding. Mit der guten M62 Munition. Na, dann nehmen wir doch von dem Arsch den Rucksack, wenn es keinen anderen gibt. Hilft ja nichts.
Ja, Firma dankt. Können wir wenigstens die Granaten mitschleppen. Und du hast... Ja, du hast den gelootet. Jetzt sehe ich das auch, dass mir vorhin die Waffe nicht aufgefallen ist. Das sieht gut aus. Die Waffe haben wir jetzt auch. Es waren doch 3 Busse. Also wenn das hier Big Pipe war oder wie er heißt. Also ein Bandana, keine Ahnung wie viel das wert ist. Hier haben wir noch eine Spear, die auch relativ cool ist, aber kann ich nicht tragen. Und das Rig ist, glaube ich, passt nicht ganz zu mir, obwohl... Diary nehme ich mit. Ja, die haben gute Munition. Ja, die vielleicht nicht. Big Stick hat was drin. M82, okay. FMJ, sind die gut? Seid ihr gut? Ja, geht. Können leider nicht alles mitnehmen. Jetzt sind wir aber schwer. Jetzt sind wir schwer unterwegs. Also Ausgang. Richtung Vehicle Exit bei Dorms, würde ich sagen. Ist eventuell das sicherste, was wir machen können. Zur Not haben wir die M4A1, die für uns schießen kann. Können jetzt aber auch mit der Sniper darüber sehen. Habe ich jetzt nicht gemacht, aber wir könnten. Na gut. Ich glaube, da hinten, da ist einer. So viel zum Treffen mit der Sniper aus dem Stand. War ja nur ein Skeff. Wenn man liegt, ist das, glaube ich, eine ganz gute Waffe. So, das sind Geräusche. Ich mag doch keine Geräusche. So, wir stellen uns hier hin, bis die Ausdauer mal wieder ein bisschen auflädt. Können ja nebenbei heilen. Ich würde sagen, wenn wir jetzt noch rauskommen, war das ziemlich in Ordnung. Wenn wir noch rauskommen. Gibt ja keine Garantie dafür, dass der Vehicle Exit da ist. Oh, 22.000 XP. Ja. Tatsächlich, alle 3. Night, Big Pipe, Bird Eye. Und natürlich ein Headshot mit der MP5. Hui. Nehm ich doch an. Hat das gereicht? Nee. Nee, aber bald sind wir Level 17. Dann haben wir auch Stufe 2 von Rackman, wenn wir genügend Geld bei ihm ausgegeben haben. Ich hab noch kurz vor Exit in den Stash geschaut. Genau, und ein Propangastank kann man mehr und eventuell eine Granate. Das habe ich keinen guten Überblick mehr drüber. So, erster Punkt der Tagesordnung. Wir machen ein Preset aus den Bosswaffen. Edit Preset. Weiß leider nicht, wem sie gehört hat. Ich schätze mal Big Pipe. Save is... was ist das? MCX? Ja, MCX Big Pipe. Okay. Einmal gespeichert, dann können wir damit machen, was wir wollen. Und ich muss das nicht mühsam online ergoogeln. Wie heißt mein Ex? Interessant. Also hier dasselbe. Ich würde sagen Night. Safe ist... M4A1 Night.
Hier würde ich auf jeden Fall ein anderes Visier drauf machen, das ist scheiße. Aber so vom Grundprinzip können wir uns das schon mal merken. Und hier die Sniper finde ich gar nicht so schlecht. Muss ich noch mehr ausprobieren. Das ist definitiv Bird Eye. Der heißt nämlich Bird Eye. Also vorne ranstellen. Remington Model 700. Und Bird Eye. Wunderbar. Hammer, was geleistet. Hier haben wir eine Pfeife. Die behalte ich als Andenken mal da. Ein Tetris, das tun wir mal auf den vielleicht zu verkaufen Stapel. Eine Labs-Karte, wir können gern mal auf Labs gehen. Haben ja hier keine Hacker im PvE-Modus. Da spricht nichts dagegen. Styri kommt da rein. CPU kommt da rein. Schlüssel kommt in eine Schlüsseltasche. Das war die. So. Der Director's Key auch. Apropos, wir haben so ein Task Inventory. Ja, Secure Folder. Ich würde den gern übertragen. Transfer. Sonst ist er. Müssen wir ihn wiederholen, wenn wir das nächste Mal irgendwo sterben. Wenn wir ihn immer dabei haben. Den müssen wir auf Factory platzieren. Da bin ich vorhin mal langgelaufen im Trainingsmodus und ja, kann mich annähernd orientieren wieder. Nur da ist echt viel los. So, Death Knight, ist das was wert? Nee, okay. Ist die Desert Eagle was wert? Boah, 55.000. Bayonett verkaufen wir irgendwann auch. Ich glaube, die Comtech-Kopfhörer sind fast 100.000 wert. Ja. Also, stell mal die rein. Nochmal Filter bei Item, Add Offer. Jo, natürlich sind wir die billigsten mit 99.999. Ja, das Geld kommt uns gerade recht. Wir nehmen einfach wieder die Billo. Ja, hat jemand gekauft. Tja, wir nehmen einfach wieder diese billigen Sachen. Oh, die Ghost will ich aufheben, falls die wertvoll ist, dass wir sie im Raid gefunden haben. Das ist gute Munition. Die nehmen wir wieder. Dann müssen wir uns ausrüsten. Die MP5 habe ich leider verloren. Was nehmen wir denn? Erstmal nehmen wir das Geld. Nachdem der vorherige, also der Raid vor dem, so katastrophal lief. Oh, die Uhr ist jetzt wieder was wert. Filter bei Item. Add Offer. Wir machen mal. Oh, keine Ahnung, 72.222, das reicht eigentlich. So, und Tetris ist was wert? Das klingt auch gut. Mach mal für 89.000. 999, ups. Place Offer. Kauf des Jungs, die Lab Access Karte. Oh, die ist tatsächlich, kann man auch verkaufen. Ja, warum nicht? Fehlte bei Item. Achso, ich kann wahrscheinlich nicht mehr. Doch, ich kann 5 Offer machen. Okay. Interessant. Ja, irgendwann, wenn Therapist soweit ist, macht man das auf jeden Fall. 199.000. 199. Wir müssen ja irgendwie zu Geld kommen. So, EWR kann man natürlich tauschen gegen Saliva. Das heißt, das ist auf der Preis. Oh, schon verkauft. Den ein Saliva eigentlich kosten dürfte. So, wir haben die Millionenmarke wieder geknappt und wir haben Tagesquests. PMC Operatives. 6 Stück ersetzen. Eliminieren. Lieber ersetzen. Exit the Location. Interchange. Hat man auch noch nicht gerne. Und was hat Jäger für uns? D-Size Battery, da habe ich schon die 2. Nur eine. Oh je, was ist mit mir los? Soap. Auch nur eine, fuck. Also die Batterie und Seife. So, was nehmen wir als Waffe? Was nehmen wir als Waffe? Können gleich hier MCX Black Neptune nehmen. Geh mal kurz ins Hideout und schau mal, wie die schießt. Schauen wir mal, wie die schießt.
nicht ganz mein Fall tatsächlich. Aber dann können wir sie erst recht spielen. So, Battle Mag. 762 mal 35. Ja, das ist das Falsche. Auch das Falsche. Fehlt dabei Item. Gibt's nicht. Dann mach mal Linked Search. Echt, das 556 mal 45 geht auch dafür. Das kann eigentlich nicht sein. Und wenn das Spiel das sagt, dass es geht, dann muss es gehen. Schauen wir mal. Anscheinend geht's rein. Blackout Tracer, okay. Was für ein Kaliber? Du bist aber Punkt 300. Und du hast was für Munition? Auch diese Blackout Tracer, okay. Dann wissen wir Bescheid. Blackout V-Max gibt's auch. Ja, scheint auch das Richtige zu sein. Weniger Recoil, mehr Accuracy. Aber nicht so gut gegen alles, was irgendwie gerüstet ist. Wie sieht es mit den Tracern aus? Ja, die sind relativ gut. Das kommt rein. Das passt da. Das tun wir nach unten. Nach unten. Den Rucksack können wir von mir aus verkaufen. Ja. Der bringt mir nichts. Bettoffer. Für was haben die? Ja, dann machen wir 95.555. Die paar tausend Euro machen den Kohl jetzt auch nicht fett. Das muss man wie gesagt abgeben. PST kommt erstmal wieder raus, ist hier ganz klar. Dann würde ich mal einen Grizzly wieder einpacken. Und ich hätte gerne einen Rucksack. Nicht unbedingt den, irgendwas billigeres gerade. Oh. Warum denn nicht? Dann brauche ich trotzdem noch einmal hier diese Blackout-Dinger. Steht das irgendwie deutlich dran? Ja, nicht. Wie sind sie denn? Da. Die nehmen wir auch noch mit. Zum Nachklicken. Dann kommen die schlechteren nach oben, die kommen nach unten. Wir saufen kurz was und dann machen wir weiter. Dann schauen wir erst die Quests, die wir machen müssen. Na, ich denke, wir gehen nochmal auf Woods und dann als nächstes wahrscheinlich mal auf Interchange. Da gehe ich aber eigentlich prinzipiell nur mit Nachtsichtgerät drauf, weil ich so schlecht sehe. Muss mir mal im Trainingsmodus das wie gesagt ansehen. So, das ist alles geladen. Pistole nehme ich auch noch mit. Ja. Dafür haben wir sie. Ich dachte, irgendwas wollte ich noch mehr. Ja, ich wollte was trinken. Ja, haben leider kein SJ6 gerade da. Könnte man eventuell kaufen. Wenn wir überladen sind, ist das immer relativ nice, dass man da mehr Stamina-Regeneration hat. Ja. Einfach des Covers. Gut. Tasks. Wir haben noch was auf Woods. Eliminate Skiffs without wearing any body armor. Das kriegt man hin. Das machen wir jetzt. Die nehmen wir trotzdem mit, aber ziehen sie rechtzeitig aus. So. Woods. 12 Uhr. Bereit. Kommt jetzt alles auf den Spawn drauf an. Ich hoffe, wir sind in der Nähe vom Music Camp. Wir sind nee, Skiff Village, das ist auch in Ordnung. So, die Rüstung ziehen wir mal aus. Wir sind auf Full Auto und dann können wir mal ein bisschen looten. Bis die Body Armor den ganzen Platz verbraucht. Aber hier sollten ja 2-3 Skiffs spawnen. Genauso wie oben. Am Skiff Bunker. Irgendwas werden wir schon erschießen können. So Licht und Laser mache ich gleich mal an. Obwohl, stört mich selber. Mach ich bei Bedarf. Nur nicht drauf gehen hier. So, da ist eine Rattencola. Ansonsten nicht viel. BT-Munition wäre eigentlich gut. Ich lasse mal liegen. So.
dann hier das Haus auch mal checken. Da ist meistens nur Mist drin, aber ab und zu Moonshine. Der MAE ist jetzt auch nicht so verkehrt. War auch nicht so wertvoll. Nehmen wir mit. Okay, das war ein Schnellwechsel. Wollte ich gar nicht. Irgendeine Tastenkombination mal wieder gedrückt. Ja, wahrscheinlich nur eher leicht auf R gekommen. Was haben wir hier? Ein Cut. Falls man sich geschnitten hat, der kommt gleich mal nach oben. Okay. Ich würde trotzdem gern sehen, was du drin hast. Ja, glühbirne. Nägel. Oh. Warum habe ich die nicht mitgenommen? Nägel sind wertvoll. Zumindest auf dem Flohmarkt und in meinem Herzen. So. Und zu dem komischen Haus hier. Genau vor uns. Dann macht man die kleine Lootrunde und dann kill mal die Skiffs. Hoffentlich. So. Wenigstens der Stash ist da. Seife brauche ich. Okay, das ist auch was wert. Wieder an die 30.000. Ja, also 25.000 dieses Naked. Ich glaube, da hinten habe ich schon einen Skeff. Da ist einer. Weiß nicht, ob man den erledigt hat. Ich schätze mal nein. Goldkette. Erledigt. Sehen leider auch nicht gescheit. Ich höre ihn nur. Er steht. Ah, das war viel zu viel Munition schon wieder verschwendet. Für so einen kleinen Skeff. Den holen wir uns. Oder er holt uns. Komm raus, du Bitch. Na? Kann ich sie nicht verstecken? Doch, eigentlich kannst du das sehr gut, aber ich würde dich bitten, das nicht zu machen. Ich habe einen ja bekommen. Hühnchen. Katze. Da hustet er. Kein Space für die Katze, nein. Sei doch nicht so und zeig dich. Arsch! Ah, jetzt haben wir ihn. Jo, einmal nachladen. Ist das der Busch oder ist hinter mir noch einer? Ah, das passiert, wenn man keine Body Armor hat. Theoretisch dann auch das IFAG einfach nutzen, das oben schon ist. Oh, die vier damit. Schau mal hier noch kurz an. Manchmal liegt ein Pro-Kill drin. Gerade nicht. Da wird nicht viel drin sein. Weniger als innerhalb. Okay, da müssen wir kurz nachklicken. Hilft ja alles nichts. Na, also, wieder voll. Kann man unseren Freund hier begutachten. So, MP155 nehme ich, falls mir die Munition ausgeht. Habe ich gern ein bisschen Schrot dabei. Boah, die Crowbar ist nicht so viel wert. Hammer glaubt noch nicht, nehme irgendwann anders mit. Erbsen. Ich mag Erbsen. So, dann müssen wir hier im Boot natürlich noch schauen und dann geht's da Richtung Skeff-Bunker und Outskirts.
Hier Stück müssen wir noch umballern. So, das EWR ist wichtig. Die Rattencola so mittel. Da ist keiner. Ah, hier sieht man nochmal, wie wichtig eigentlich Body Armor ist. Die haben ja. Der eine hat mir ganz schön zugesetzt. Sucht. US. Okay. Schauen wir noch hier rein. Barometer. Ochserarm. Und Bolzen. Und die Erbsen fresse ich gleich. Die Erbsen fresse ich gleich. Sehr gut. Dann heilen wir uns auf dem Weg noch kurz. Ah, dass wir noch viele Leute umschießen können. Ja, hoffentlich gibt es da einen Haufen von Skiffs, die man leicht wegholen können. Ich fühle mich so nackt ohne meine Armor. Außerdem schleppe ich die gerade im Rucksack mit. Was nicht sehr, sehr viel Lootplatz übrig lässt. Zu fett für die für den Anstieg da. Nee, keine Skiffs. Und Goje. Ich glaube, bis zu 40.000 wert. Eine Dische. Nix von Bedeutung. Ja, diesmal haben wir zumindest Licht im Skeff-Bunker. So, das nehme ich mit. Obwohl wir gelernt haben, dass er nur 20.000 wert ist. Für so ein Slot-Ding ist es schon relativ gut. Tape eigentlich auch sehr begehrt. So. Wer? Irgendein Skeff? Alter, hat der geballert. Und zwar auf mich. Alter, bin ich zusammengezuckt. Wollt doch nur looten. Jetzt erschieße ich dich. Wenn ich dich finde. Wenn ich dich finde. Wo bist du? Bist du runtergerannt? Er war nicht runtergerannt. Ah. Felix, nehme ich. Gut, keiner hier unten. Oh, guckt eine Katze da unten. Eine Jacke hier. Bolzen und ein Schlauch. Dann kommt die Helix weg. Ich nehme die Bolzen. Noch jetzt mal nachladen. Der Schlauch wäre eigentlich auch sinnvoll, aber... Kann man ja nicht alles tragen. Hier liegt nichts mehr. Interessant. So, dann renn. Und den Freund noch kurz begutachten. Kommt irgendwas? Dachte, ich hätte noch Music gehört. Der BTR ist auf jeden Fall da.
der Mund. Achso, die Zahn. Die komische Zahnpasta da, die andere. Dachte ich, hätte einen Jusek wirklich sprechen hören. So, den looten wir hier aber noch. Der hat einen ganz guten Rucksack. Dann haben wir weniger Platzprobleme. So. Eine Reihe mehr, die wir aufnehmen können. Leerer Geldbeutel bringt mir nichts. Lass doch mal volle fallen. So. Dann können wir links eigentlich einen Abstecher machen über diesen Konvoi. Oh, ein Glück regeneriere ich noch Ausdauer. Und danach machen wir uns mal Richtung Outskirts auf den Weg. Wir haben bestimmt noch weitere Skeffs auf uns lauern. Ein bisschen Glück kriegt man die Quest dann gleich fertig. Und kommen sogar mit gutem Loot noch raus. Das wäre ja Idealbedingung. So, mal das da unten hin. Wird das leer. Gas Analyzer. Yes. Car Battery. Schade, dass ich die nicht mitnehmen kann. Schrotflinte kommt raus. Gas Analyzer kommt rein. Boxeram kommt rein und das andere ist eigentlich auch was wert. Können wir nicht machen. Können wir machen. Können wir schon machen. So, eine Body Armor weniger. Ob das der richtige Call ist, ich ziehe sie ja eh nicht an, bis wir bei Outskirts sind. Also würde ich sagen, vielleicht. Vielleicht. Lynchen Skinner, ein Gas Analyzer. Und zwei weitere fehlen. Golden Star. Ein Blutset, das brauchen wir auch irgendwann eigentlich. Oh, lass mal's mal. Lass mal's mal da. Ja, eigentlich wertvoll, das 42er Lupo-Ding. Ah, das ist nicht das Lupo-Ding, aber trotzdem wertvoll. Also, Iskra kann man fressen. Ein MRE-Hammer. Mal den Hoxeran dazu. Dann haben wir nochmal zusätzlich zwei Slots gewonnen. Also ein Zwei-Slot gewonnen. Reset. Kein Gas-Analyzer, der noch komisch quer liegt. Anscheinend nicht. Gut. Dann durchstöbern wir hier noch ein bisschen und dann geht's Richtung Skeffhaus. Nein, ich brauche doch noch einen Gas Analyzer. Wenn es geht, bleibt zwei. So viel Platz hätte ich noch. Zuckernehmer, Zuckernehmer. Ja. Nix. Solange es keine Katze ist, die wieder da liegt, bin ich schon ganz zufrieden. Nichts Relevantes für den Moment. Halbes Magazin sollte man nachladen. Ah, noch beide. Wir haben noch beide. Sehr schön. Dann haben wir hier nochmal die Chance auf ein bisschen was. Da stehen zweimal Rattencola. Oh, wäre auch nicht so schlecht, was? Obwohl Kabel sind viel wert.
Ich glaube, 40.000 habe ich dafür gezahlt. Vielleicht ein bisschen weniger. So, haben wir da irgendwas? Katze! Ah, dann nicht. Gut, Skeffhaus. Ich komme. Beziehungsweise wir schauen noch in diesen einen Stash vor uns. Da an dem Powermasten und dann... Dann geht's Richtung Skeffhaus. Ich ja gut. Man muss mehr trainieren. Ich glaube, wir brauchen so langsam mal einen Vorschlagshammer, den wir aus dem Raid mitnehmen oder den wir auf dem Flohmarkt kaufen. Geld. Wieder 60.000. Der Stash ist echt gut gerade. Den will ich aber nicht zurücklassen. Muss ich auch nicht. Wunderbar. Hat ja alles funktioniert. Und jetzt zum Skeffhaus. Beziehungsweise wir gehen hier schon rum. Das sind auch manchmal schon Skeffs. Vielleicht haben wir ja Glück. Und bei Pech erschießen sie uns. Sind das Kevs? Verlieren die? Einer ist down. Was? Okay, schade um den ganzen Loot. Anscheinend nur Skeffs. Ja, Thoraxschuss hat hier keine Body Armor. Oh, haben wir ernsthaft nur 2 gekillt von den 5? Obwohl... Nee, es könnten 4 gewesen sein. Wir schauen nach. Wir schauen nach, wie viel das waren. Ja, das Horoskop können wir in der Form verkaufen, genauso wie die Goldkette. Macht man das zuerst. Mit den Kätzchen, hier mit den 2 Sachen. Ansonsten, was will Therapist noch? Boah. Soll sich damit erstmal zufrieden geben. Dann... Traders, Jäger, Tasks. Ja, 4 von 5. Einen braucht man noch. Das kriegt man hin. Tarkov Shooter, ja, ja. Der Heavily Mined Area muss ich noch rausfinden. Scheiße, diese Seife haben wir ja auch nicht mitbekommen. Ah, wirklich schade um den Loot. So. Aber zumindest guter Questfortschritt. Na gut. Dann ja mit den Moneten und dann müssen wir uns eigentlich nur noch ausrüsten für die nächste Runde auf uns. Dafür würde ich die M4A1 nehmen. Ah, die Tor hat keine Platten drin im Moment, oder? Doch, die hat schon Platten drin. Nehmen wir die Tor Armor, nehmen den schönen Helm hier. Kopfhörer. Eine, also die Rüstung haben wir ja schon. Ist ja Quatsch. Und hier die Umka. Und natürlich noch hier das Daypack. Dann nur noch Magazine und dann kann ich losgehen. Ich glaube, das Battle-Mag müsste passen. Ja. Das Gen 3 nicht, aber das Battle-Mag nochmal. M855, Rende mit Loot Ammo, M855, passt. Dann nehmen wir noch ein bisschen was zur Sicherheit mit. Einmal sortieren.
einmal wiederfinden. So, 60 Schuss nehmen wir mal mit. Und das muss eigentlich reichen. Gut, ich würde sagen, wir sind gerüstet. Aber für heute reicht es schon. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.